Erfahrung mit Hate Speech hat, glaube ich, jeder Politiker, der in einem gewissen Grad in der Öffentlichkeit steht. Soll ich vorlesen? Was für ein krankes Arschloch sind Sie überhaupt? Du Drecksjude. Wie viele Menschen habt ihr auf dem Gewissen durch eure Impfpropaganda, ihr verfluchtes, verlogenes Dreckspack? Ich wünsche Ihnen eine Runde Krankenhaus. Da wünscht man sich doch glatt ein effektiveres Virus. Gehen Sie doch in Ihr eigenes Land, wenn Sie Politik machen wollen. Ausländer. Wenn du dir so ein dickes Fell antrainieren musst, damit du diesen Job machen kannst, dann läuft was falsch. Das ist kein rechtsfreier Raum, das Netz. Es ist genauso wichtig, dass man einem Netz Zivilcourage zeigt und gemeinsam für andere einsteht und nicht wegschaut und sie wegduckt.